Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, Satinas Ketten. Wir sind hier gerade immer noch in der Feenwelt, aber wir haben uns letztes Mal unseren Ängsten gestellt und haben etwas Wichtiges erkannt. Wir haben auch jetzt die Szene mit dem Seher auf dem Scheiterhaufen, Gerons Traum, haben wir jetzt mal in voller Länge gesehen und wissen jetzt eben, was uns eben bedrückt quasi. Und jetzt sollen wir wohl durch das Feentor kommen können und schauen wir doch mal, ob das wirklich Sandorin, möglich ist. Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Ja, danke, danke, danke. Wo komme ich jetzt hin? Theoretisch müsste ich jetzt nicht theoretisch in dem Wald landen? Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Ach! Träume vom Untergang. Stimmt ja. Da war ja was. Die Zeit verrinnt hier ja schneller. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Das ist gar nicht gut. Noris Versteck, ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nori! Eisiger Empfang, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, da war ja was. Zum einen die beiden Dunkelfeen haben doch gesagt, die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt und das Augenwesen hat es ja auch nochmal gesagt, dass die Zeit bei uns sehr schnell verrinnt und er wollte alles gesehen haben und pipapo. Also, Nori wird es verzeihen. Da ist ja schon irgendwie was los. Eiszapfen, wenn der da schon so rumhängt, dann brauchen wir den auf jeden Fall. Feentor? Schauen wir uns auf jeden Fall auch mal an. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Ja, das kann man wirklich nur hoffen. Pflanze? Eine Alraune hat überdauert. Ja, bis jetzt. Verrottet und erfroren. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Das kann man schon, nur werden die Schweine die nicht fressen. Und jetzt bin ich gespannt, was sich alles verändert hat. Sorry. Die Flechte nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Fest verwachsen. Okay, dann nehmen wir sie eben nicht mit. Okay, dann nehmen wir sie eben doch mit. Oh oh. Wer ist es? Ritter Zornbold! Ritter Zornbold! Geht es dir gut? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge, im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Wenn ich das nur wüsste. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Aber du siehst ziemlich lebendig aus. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück. Und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Sorry? Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt,
desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Okay. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. 13, eine Unglückszahl. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe, kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Mehr muss ich dazu nicht hören. Ach Gott, ja. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Die werden uns aber nicht reinlassen. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht, unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich! Ich habe versagt! Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Ja, nun, dann lassen wir dich mal allein. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Okay, da geht auch nichts. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin ja sehr gespannt. Olgierd? War das nicht der, der uns verhauen wollte? Olgierd, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg! Lasst mich in Frieden, Albträume! Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist Ulfried, tot. Ja. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Was zum... Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen, Mörder, Mörder! Da ist nichts, Olgierd, hör doch. Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Ausreden. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass sich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund.
Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut bleiben. Ach je. Ausgerechnet die vielleicht, warum? Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Komm schon. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mist. Es wird ausgerechnet vielleicht, warum? Ach Gottchen. Schuld absprechen. Holgert hatte Angst. Du hattest eben Angst. Wer Angst hat, will überleben und handelt ohne nachzudenken. Wie ein Tier, ja? Wie jedes lebende Wesen. In dieser Lage wäre jeder verzweifelt. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht. Komm schon, gib mir die Heugabel. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein Lass den es aus, vielleicht, warum? Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut, nimm die Forke, wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Stimmt, das hat uns ja auch geholfen, die Träume verstehen. Ich muss nachdenken, Vogelfänger. Ja, tu das bitte. Ich brauche deinen Krug, Olgiert. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Danke, danke. Bist ein guter Freund. Olgiert, bist ein guter Freund. Ach Gottchen. Kräuterstand. Verlassen. Was wohl aus Hilda geworden ist. Da liegt er. Der Ulfried. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Jetzt gehen wir vorher mal hier hin. Da gab's ja auch noch was. Krähen, nichts als Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Weg mit dem Fetzen. Tschüss. Ja, ich habe nichts, was ich da stattdessen hängen könnte. Da oben ist jemand. Burgwache. Troga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst hier nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume, dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Aber ist... Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Muss ich die Krähen also fangen? Ja, wir gehen schon und überlegen uns wieder einmal, was die Krähen zu fangen, die sehr zahlreich sind, muss ich schon sagen. Die Frage ist jetzt also wirklich, wie können wir hier die Krähen fangen, um zum König zu kommen? Wir
könnten versuchen, zur Magierakademie zu kommen. Weil da sollten wir irgendwas fragen. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Na, das ist jetzt die Frage. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Bis später. Besser nicht. Das heißt, ich muss mich autorisieren und um mich zu autorisieren, muss ich wahrscheinlich irgendwie zum König kommen. Nee. Können wir hier, was ist da hinten nochmal gewesen? Dasselbe, ne? Ja, okay. Können wir hier reinschauen? Ja, können wir. Da bin ich also wieder. Ja, aber ich würde sagen, hier schauen wir uns im nächsten Part weiter um, wenn es wieder heißt Let's Play, das schwarze Auge, Satinas Ketten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play, Satinas Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.